Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute gibt es ein Update zum Depot. Wie im letzten Video schon angekündigt, habe ich mich tatsächlich von meinen Apple-Aktien getrennt. Ich habe den kürzlichen Run-Up um über 20% allein in den letzten 4 Wochen genutzt. Für mich selber stellt die Bewertung momentan ja, vielleicht ein bisschen einfach einen Spitzenwert dar. Ob das in der Zukunft sich anders entwickelt, das wird sich natürlich zeigen, aber ich für meinen Teil sehe das unrealistischer, dass die Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt gegangen ist, im Verhältnis zu dem, was ich mir dafür gekauft habe. Dürfte auch keine Überraschung sein für jeden, der meinen Kanal hier so die letzten Wochen und Monate verfolgt hat, was ich mir danach gekauft habe. Und nein, an der Stelle ist es nicht Krypto geworden, aber dann bleibt ja im Grunde auch nur noch eine Firma übrig. Gucken wir einfach kurz rein. Also, um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, was denn passiert ist, fange ich erstmal ganz woanders an, nämlich bei der Bewertung von Firmen. Und zwar geht es mir im Grunde ein bisschen darum, einfach nur ganz grob zu zeigen, wie sind so die Wachstumsraten. Hier jetzt schauen wir uns Nvidia an. Die haben im Jahresverlauf irgendwie 50% den Umsatz gesteigert und auch den Gewinn. Und wenn man ins Quartal reinguckt, sind die letzten Quartale sogar schon immer so über um oder über 2 Milliarden Dollar Gewinn, sprich Jahresrunrate irgendwie so 8 bis 10 Milliarden, wenn sie das halten könnten, wenn sie es natürlich weiter steigern könnten, wovon alle ausgehen, dann wäre es natürlich sogar noch mehr. Ja, aber einfach nur mal so. Und mit, sagen wir mal pauschal, einer 10 Milliarden Gewinn-Runrate wäre man am Ende hier bei, ja, was ist das, eine 76er Bewertung, ja, also von der Marktkapitalisierung her zum Gewinn betrachtet. Gucken wir uns das Ganze mal für Amazon an, ähnliche Werte, natürlich Umsatz steigt immer noch nach wie vor sehr heftig, fast 40% Nettogewinn fängt auch langsam an, hier irgendwie interessante Werte anzunehmen. Fürs Jahr 2020 waren es 21 Milliarden und von den 21 Milliarden sehen wir hier ja auch fast eine 100er Bewertung irgendwie so oder um die 75, 80 rum. Da bewegen die sich ja regelmäßig in dem Bereich. Und auch wenn Apple jetzt vielleicht nicht in demselben Umfeld ist, weil, wie man hier sieht, jetzt aktuell haben sie im letzten Jahr 100 Milliarden, fast 95 Milliarden Gewinn geschafft und liegen irgendwie bei 3 Billionen Dollar. Ja, also es wäre ja im Grunde nur eine 30er Bewertung. Natürlich ist da im Verhältnis zu den anderen noch relativ viel Upside. Und wenn man sich anguckt, dann würde man den Eindruck kriegen, naja, der Umsatzwachstum sieht ja ähnlich aus wie bei den anderen. Das ist halt die Frage, wie man da selber das Umfeld einschätzt. Weil wenn man dann auf die Vierteljahresübersicht geht, dann sieht man natürlich immer, ah, das Weihnachtsgeschäft ist üblicherweise das beste Quartal, logischerweise im Jahr, was sie haben, weil natürlich kurz vorher oftmals auch dann neue Modelle rauskommen. Aber ich habe halt persönlich tatsächlich meine Bedenken, dass da nicht sehr viel reingerechnet wird, was vermutlich so nicht passieren wird. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, also da sieht man auch diverse Berichte, die das so oder so auslegen. Die Umsatzguidance für die nächsten 2 Jahre ist bestenfalls eine 3-5% Wachstumsgeschichte, weil im Grunde nur, wie soll ich sagen, keine neuen wirklichen Produkte kommen, vermutlich. Eventuell diese AR-Brille, aber das Auto wird nicht am Start sein in den nächsten 2 Jahren, falls eins kommt. Und sonst sehe ich auch nichts, außer halt natürlich neu aufgelegte Versionen von bereits bestehenden Produkten, also neuer iMac oder neuer Monitor oder eben ein neues iPhone. Aber wenn die selber schon die Warnung rausgeben, sowohl an ihre Produzenten als auch generell an den Investoren, dass das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr vermutlich nicht so heftig laufen wird, weil einfach jetzt während Corona viele im letzten Jahr sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben und das vermutlich dieses Jahr nicht im selben Ausmaß passieren wird, ist natürlich die Frage, ne? Kann natürlich auch ganz anders laufen. Aber ich persönlich betrachte schon eine Warnung an die Produzenten, dass sie eher am unteren Bereich ihrer angegebenen Spannweite Produkte abnehmen werden, ist für mich ein deutliches Zeichen, dass eben doch nicht ganz so heftig die Nachfrage erwartet wird, wie man sich das wünschen würde. Ja, um
so eine Bewertung hier von 3 Billionen zu rechtfertigen. Ich finde sie nicht ungerechtfertigt, da wo wir gerade stehen, aber genau deswegen habe ich eben den Zeitpunkt genutzt für mich, um Gewinne mitzunehmen. Ja, weil ich persönlich war mit meiner Position ich habe nachgeschaut, ich bin im September letzten Jahres eingestiegen und jetzt eben ausgestiegen. Also ich war ziemlich genau 70% im Plus und fand das ganz gut. Was ist es geworden? Geworden aber ist es, dass ich mir dafür eine weitere Tesla-Aktie gekauft habe zum tagesaktuellen Kurs. Und ja, dann kann man natürlich spekulieren, okay, ja, Umsatz steigt hier natürlich ein bisschen schneller. Gewinn sieht natürlich noch verhältnismäßig niedrig aus in dem Bereich, wo jetzt die anderen Firmen unterwegs waren. Aber da werden wir uns gleich angucken, wie schnell wir da wirklich hinkommen. Ich habe hier mal mir ein kleines Preismodell zusammengearbeitet, was meine eigene Überzeugung ein bisschen widerspiegeln soll, was meine Erwartung für Tesla ist. Und das hat für mich letztendlich den Ausschlag gegeben, da tatsächlich den Trigger zu ziehen und den Verkauf bzw. Nachkauf durchzuführen. Ja. Gleich mal vorneweg hier nochmal kurz die Zahlen für Tesla, was die Autoverkäufe angeht in den letzten Jahren. Ja, da sieht man stetig hier ein schönes Wachstum. Das sind ja nur die ersten 3 Quartale hier von 2021. Wir werden bei ungefähr 900.000 Fahrzeugen landen, also nicht ganz eine Verdopplung vom Vorjahr. Ja, bisher waren das ja eher immer Steigerungen, so irgendwie um die 30 bis 50%, je nachdem. Aber das wird sich vielleicht sogar beschleunigen. Ja, trotzdem habe ich versucht, in meinem Modell einige Dinge wegzulassen und auch bei den Autozahlen relativ zurückhaltend zu sein. Ob ihr das auch so seht, dass es zurückhaltend ist oder nicht, das müsst ihr selber einschätzen. Ich habe für Tesla mal zwei Zeitstrahlen zusammengerechnet für mich selber. Und zwar hier von 2021 bis 2024. Mit dem Umsatz, dem Gewinn der aktuellen Jahre, ja, einfach jetzt hier um das Quartal 4 Pi mal Daumen erweitert, was im dritten Quartal erreicht wurde. Und eben auch hier schon die Autoverkäufe in etwa von dem, was erwartet wird, was, ne, der Markt so vorsieht. Wobei hier ein paar Dinge mit dazukommen, also Software und Tanken. Das sind so Dinge, die ich eingefügt habe, um zu verdeutlichen, was Potenziale darstellen können, um die Gewinnmarge weiter zu erhöhen. Ja, und das eine Modell sieht hier vor ein tatsächlich 50% Wachstum, was Tesla ja für sich selber für mehrere Jahre herausgegeben hat. Und die andere Spalte sieht vor ein 30% Wachstum generell vom Umsatz und der entsprechenden Marktkapitalisierung, und was das dann für das Unternehmen bedeutet. Ja, also wie gesagt, der Umsatz ist natürlich noch nicht jetzt final hier fürs aktuelle Jahr, aber wird in etwa in dem Bereich plus minus ein paar Milliarden landen. Und ungefähr 10% davon ist der Jahresgewinn hier in 2021. Aktuell die Marktkapitalisierung ist bei nicht ganz einer Billion Dollar. Und deswegen sind wir auch bei einem Kursgewinnverhältnis von, ja, sagen wir mal, circa 200. Ungefähr 900.000 Autos werden dieses Jahr ausgeliefert mit einem circa Preis von 50.000 Dollar, was ungefähr 45 Milliarden Autoumsatz bedeutet. Und für Software habe ich jetzt hier einfach nur mal zum Verständnis, warum ich glaube, dass sich die Margen weiter erhöhen werden, reingerechnet diese selbstfahrende Softwaregeschichte, angefangen mit für 2021, dass 2% der Autokäufer das kaufen. Ungefähr 10.000 ist das, was ich gesehen habe, was es kosten soll, wenn man das mit einer Einmalzahlung macht. Und das wird sich halt meiner Meinung nach prozentual von den Tesla-Käufern in den nächsten Jahren erhöhen. Natürlich die Prozentzahl, die das kauft, weil natürlich die Software so viel besser wird und irgendwann auch die Zulassung kriegt und demzufolge einen deutlich höheren Nutzen darstellt. Ja, insofern habe ich hier dann angenommen, dass in weiterer Folge das auf 15 bzw. 15% der Tesla-Verkäufe steigen wird. Und tanken ist so betrachtet, das soll jetzt nicht hier tatsächlich eine Zahl sein, die schon zum Umsatz beiträgt in irgendeiner Größenordnung, wie es hier angegeben ist, sondern einfach zum Verdeutlichen, dass man natürlich berücksichtigen muss, gerade was Autos angeht, ist ja nicht zwingend der Hauptgewinnträger der Autobauer, sondern bisher die Tankstellen, die Ölfirmen, die den Sprit liefern. Ja? Insofern in Anlehnung dessen habe ich einfach mal gerechnet, was wäre, wenn alle Teslas
jeden Monat einmal um 50 Euro ihr Auto an irgendeiner Tesla-Ladestation aufladen lassen. Ja? Ist vielleicht unrealistisch, 50 Euro, weiß ich nicht, was so eure Gewohnheiten sind. Ich meine, ich selber habe momentan gar kein Auto, weil ich es nicht brauche. Aber ich finde das jetzt nicht unrealistisch. Ich habe dasselbe hier unten halt mit 30 Euro gerechnet. Einfach nur, damit man, ne, da ein bisschen Spielraum hat. Letztendlich muss man natürlich berücksichtigen, das Tankstellennetz von Tesla ist ja inzwischen schon freigegeben worden in einigen Ländern für alle Nutzer. Also meiner Meinung nach ist dieser Wert, den man damit generieren wird können, deutlich höher vom Gesamtpotenzial als das, was ich hier reingerechnet habe. Aber ich benutze diese beiden Zahlen von der selbstfahrenden Software und vom Tanken einfach nur, um in Anführungszeichen zu rechtfertigen, warum ich glaube, dass der Gewinnprozentsatz langsam aber stetig steigen wird, wie wir es in den letzten Quartalen jetzt auch schon gesehen haben. Ja, da rede ich gar nicht mal davon, dass die Produktionswege verbessert werden, effizienter werden und deswegen prozentual mehr Gewinn hängen bleibt, weil man Fahrzeuge nicht über die Kontinente hinweg verschiffen muss, um sie verkaufen zu können, weil ja irgendwann auf jedem Kontinent sozusagen eine Fabrik steht, die einfach lokal den Markt beliefern kann. Solche Dinge lasse ich einfach gedanklich weg. Genauso wie die Energiesparte, was mit Tesla Dojo vielleicht kommt oder mit dem Roboter irgendwann in 5, 6, 7 Jahren. Das lasse ich alles raus. Ja, so weit gucken wir gar nicht. Wir wollen einfach nur mal bis 2024 gucken. Okay. Also, angenommen, Tesla schafft tatsächlich eine 50% Steigerung jedes Jahr für die nächsten 3 Jahre. Dann kommen wir am Ende bisschen, ja, heftig schon beim dreifachen Umsatz an, was man jetzt 2021 geschafft hat, also mehr als das Dreifache, 170 Milliarden ungefähr. Und wenn tatsächlich diese Gewinnprozentsteigerung erreicht werden kann auf ungefähr 18%, dann wären das ungefähr 30 Milliarden Gewinn. Wenn die Marktkapitalisierung gleich mitsteigt mit dem Gewinn, mit der Gewinnsteigerung um 50%, hieße das, das ist unser Tesla-Dollar-Aktienpreis in 2024, was, ne, also eine Verdreifachung ebenfalls darstellen würde, wie auch beim Umsatz. Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis wäre halbiert. Ja, das ist ja so ein bisschen das, wo sich die Geister immer scheiden. Ist Tesla jetzt irgendwie absurd bewertet oder nicht? Kann man sehen, wie man will. Wenn man Tesla glaubt, dass sie das Wachstum hinkriegen, dann würde ich sagen, ist die Bewertung nicht absurd, wenn man sich diese Zahl hier anguckt. In Anlehnung an Nvidia und Amazon, die sind ähnlich bewertet, ja. Glaube ich, ist das durchaus realistisch. Und wenn man sich anguckt, wie einige Berichte von Autohändlern in den USA sind oder generell, was Elektrofahrzeugverkäufe angeht, im Moment geht es ja gefühlt eher darum, wer überhaupt irgendein Auto bauen kann, hat es auch verkauft. Ja, jetzt mal abgesehen von eventuell irgendeinigen Benzinern oder Dieselfahrzeugen, kann sein, dass der Markt die nicht mehr will. Aber wer irgendein interessantes Fahrzeug bauen kann, der verkauft das auch. Insofern bin ich relativ optimistisch, dass man A, diese Menge an Autos in 3 Jahren tatsächlich bauen wird können, weil allein Berlin und Texas sind natürlich für jeweils mehr als 1 Million Fahrzeuge ausgelegt. Vielleicht nicht in der ersten Ausbaustufe, aber in weiterer Folge. Und Shanghai haben wir ja jetzt schon gesehen, soll in den nächsten 3, 4, 5 Monaten um circa 30% Produktionsmenge wachsen. Also auch das bewegt sich langsam Richtung 1 Million Fahrzeuge mit Fremont von ungefähr, weiß ich nicht, 500.000 oder 700.000 irgendwo in dem Bereich. Wird man meiner Meinung nach locker in 3 Jahren bei dieser Zahl ankommen können, auch ohne neue Fabriken. Ja, das ist natürlich nochmal was in weiterer Folge, wenn die ihr eigenes Ziel von 20 Millionen Fahrzeugen in 2030 hinkriegen wollen, werden sie natürlich mehr Fabriken brauchen. Insofern, das käme einfach nur noch on top, ist jetzt hier in dem Modell nicht vorgesehen. Ja? Den Preis habe ich auch einfach so gelassen, auch wenn der natürlich, je nachdem, wann oder ob diese Einführung eines Golf-ähnlichen kleineren Modells noch kommt, könnte natürlich der Durchschnittsverkaufspreis leiden, aber ich lasse den jetzt einfach mal im Modell so der Einfachheit halber. Würde dann zum Ende dazu bringen, dass man 150 Milliarden einfach nur im Autoumsatz hat. Ja, da ist keine Energie reingerechnet, kein gar nichts. Und ungefähr, was sind das? 10 Milliarden könnten potenziell quasi brutto für netto im Gewinn landen, nämlich die selbstfahrende Software.
Und eben auch das, was man mit dem Tankstellennetz, mit den Tesla Superchargers einnehmen kann, könnte potenziell hier, was sind das, 7,5% Gewinnsteigerung bewirken. Ja, also diese 18 sind jetzt nicht einfach irgendwie aus dem Hut gezaubert, sondern das ist in Anführungszeichen ein bisschen das berücksichtigt, dass diese Full Self-Driving Software natürlich im Grunde jetzt schon geschrieben ist. Ja, na klar, die Ingenieure arbeiten immer noch daran. Aber aus meiner Sicht kommen jetzt nicht realistisch irgendwie 20, 30, 50 oder 100% Overhead-Kosten in den nächsten Jahren mit dazu, um diese Software irgendwie in den Markt zu bringen. Nee, die gibt es schon und die ist schon sehr, sehr weit ausgereift. Insofern betrachte ich das als tatsächlich etwas, was einfach direkt in der Bottomline, im Gewinn wird ankommen können, zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz. Ja. Abgesehen davon denke ich, haben wir hier auch noch Spielraum, dass ich ja gesagt habe, dass nur 15% der Tesla-Käufer diese Software nehmen. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass es A mehr werden oder aber B diese Software auch an andere Firmen, beispielsweise Leihwagenfirmen, lizenziert rausgegeben wird. Ja, möglich, ich weiß es nicht. Aber insofern denke ich, bin ich hier nicht absurd unterwegs mit dieser Schätzung, wie viel Prozent und was für ein Gewinn dabei rumkommen kann. Ja, genauso das Taxi, genauso das Tankstellennetz, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist 50 Euro auch zu wenig für was eure Gewohnheiten sind, aber ich habe das jetzt einfach nochmal als Wert genommen, im Grunde für eine Tankleistung, quasi eine volle Tankleistung, was so ein Benziner brauchen würde, ungefähr im Monat. Je nach Auto würde ich sagen, wenn man einmal im Monat tankt, sind das irgendwie 30 bis 50 Euro. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. 12 Monate im Jahr käme man mit einem Jahresumsatz auf potenziell ungefähr 5 Milliarden, wenn nur alle Teslas einmal im Monat um 50 Euro tanken im Netz. Ja? Okay. Wie sieht das Ganze aus für 30% Wachstum? Die Zahlen sind natürlich ein bisschen kleiner. Trotzdem würde sich der Umsatz in den 3 Jahren verdoppeln. Theoretisch vielleicht damit auch die Marktkapitalisierung, selbst wenn wir berücksichtigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis sich halbiert, ja, gleich wie im oberen Modell. Insofern denke ich, dass das hier selbst vorsichtig gerechnet, meiner Meinung nach zu vorsichtig gerechnet, super realistisch ist. Und das ist eben der Grund, warum ich den Switch gemacht habe. Warum habe ich meine Apple-Aktien verkauft? Natürlich ist es theoretisch möglich, dass sich Apple in den nächsten 3 Jahren verdoppelt. Ich sehe aber nicht wirklich realistisch, dass die in 3 Jahren 1 Million Autos verkaufen, geschweige denn ein funktionierendes Auto, was exorbitant einen Unterschied darstellt, bezogen auf das, was man mit der Einführung vom iPhone im Verhältnis zu den Handys vorher geschafft hat. Das ist ja im Grunde der Anspruch, den die Leute an ein Apple-Auto haben werden. Und wenn sie das hinkriegen, natürlich, ne, dann ist alles möglich, was die Bewertung angeht. Aber ich persönlich sehe realistischer, dass Tesla auf eine ähnliche Firmenbewertung kommt, wie Apple jetzt gerade ist, nämlich ungefähr 3 Billionen Dollar mit dem, was sie halt machen in den nächsten 3 Jahren, als dass Apple sich tatsächlich von 3 auf 6 oder geschweige denn, müssten sie ja im Grunde, um eine ähnliche Entwicklung darzustellen, müsste Apple ja auf fast 10 Milliarden Dollar Firmenbewertung raufgehen. Wo das herkommen soll, weiß ich nicht. Ich habe keins der Projekte gesehen oder gehört, irgendwie in den Medien, was solche Fantasien bei mir weckt. Wenn ich dazu rechne, dass das, was man mit dem Apple App Store natürlich einnimmt, potenziell über künftige Klagen oder ähnliches weiter für andere Nutzer von außerhalb geöffnet werden wird müssen, einfach aufgrund von karteirechtlichen Bestimmungen, dann sehe ich eher, dass wir momentan eine sehr, sehr sportliche Bewertung für Apple haben, die vermutlich über längere Zeit irgendwo plus minus um den aktuellen Stand bleiben wird können. Abhängig davon natürlich, wie viel Technik sie verkaufen können. Aber wenn sie selber eine Gewinnwarnung rausgeben, beziehungsweise eine Umsatzwarnung, dass sie nicht so viele Teile von ihren Produzenten kaufen wollen, weil sie weniger Absatz erwarten, dann betrachte ich das natürlich eher als
problematisch. Ja, wenn die Analysten auch noch davon ausgehen, dass nächstes Jahr irgendwie 3,5 und übernächstes Jahr 5% Umsatzwachstum kommen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass deren 30er Marktkapitalisierung im Verhältnis zum Gewinn Bewertung runtergeht. Ja, weil eine derart hohe Bewertung, wie sie jetzt hier Amazon, Nvidia, Tesla oder eben auch Apple momentan hat, hängt natürlich immer schwer daran, dass der Umsatz irgendwie 30, 40, 50% oder noch mehr steigt, weil natürlich dann auch entsprechend irgendwas beim Gewinn hängen bleibt, früher oder später. Aber nachdem das nicht der Fall ist in der Guidance, habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Wer es nicht gesehen hat, schaut da gerne nochmal rein oder guckt euch das selber auf den Finanzseiten an, was die Umsatzprognosen für Apple sind. Deswegen, ich persönlich sehe deutlich realistischer, dass Tesla sich in den nächsten 3 Jahren verdreifachen wird. Ja, ob das super realistisch ist oder nicht, das weiß ich nicht genau. Aber ich persönlich kann es mir eher vorstellen, als dass Apple sich verdreifacht in den nächsten 3 Jahren. Und deswegen habe ich meine Apple-Aktien, wie ich finde, mit einem guten Gewinn jetzt verkauft und mir dafür eine weitere Tesla-Aktie geholt und ein bisschen was als Gewinn einfach eingesteckt. Ja, das war's hier für mein aktuelles Depot-Update. Aber ich wollte euch einfach auch mal so ein Preisziel, was ich selber gedanklich für Tesla nachvollziehbar finde, wollte ich euch einfach mal zur Verfügung stellen, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck kriegt, warum, was, ne, sind denn die Erwartungen. Ob die jetzt völlig übertrieben sind oder nicht, weiß ich nicht. Das ist hier wie immer keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung. Ihr wisst es eh. Macht euch eure eigenen Gedanken. Ich finde halt das Schöne an meinem Modell, ich habe keine Energiegeschichte eingerechnet, gar nichts, was da sonst eventuell noch links und rechts des Weges läuft. Insofern denke ich, dass ich da genug Puffer habe, um am Ende des Tages bei dem Ziel landen zu können, was ich hier prognostiziert habe. Ja? Insofern soll es das hier für das heutige Update gewesen sein. Wenn es euch in irgendeiner Form gefallen hat oder einen Nutzen gebracht hat, dann hoffe ich auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, denkt dran, arbeitet immer auch in eurem Traum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.